Annäherung an einen unheimlichen Ort, der in der vergangenen Woche wegen seiner Verbindung zu einem Mordfall weltweit für Aufsehen sorgte. Neuwegersleben, weit im Westen von Sachsen-Anhalt. Das Gelände gehört einem Mann, der in einem BKA-Gutachten als Psychopath mit pädophilen Neigungen beschrieben wird. Aufgewachsen in einem Heim, lebt er hier ohne Wasser, ohne Strom. In einem Chatprotokoll von 2013, das Spiegel TV exklusiv vorliegt, spricht der Mann, der sich Wahnsinn der Holger nennt, von seinen geheimsten Wünschen. Er will endlich mal wieder, Zitat, eine kleine ficken, etwas Kleines einfangen und tagelang benutzen, das wär's. Der Mann ist Christian Brückner. Damals war er 36 Jahre alt. 5 Jahre später ist er weltbekannt. Donnerstag vergangener Woche. Pressestatement der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Wegen des weltweiten Interesses dürfen Journalisten nur gruppenweise Bild- und Tonaufnahmen machen. Grund für den Termin: Es gibt Neuigkeiten im Fall Maddie McCann, dem berühmtesten verschwundenen Mädchen der Welt. So, herzlich willkommen auch nochmal an Sie hier in Braunschweig. Im Zusammenhang mit dem Verschwinden des 3-jährigen britischen Mädchens Madeleine Beth McCann am 3. Mai 2007 aus einer Apartmentanlage in Praia da Luz in Portugal ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen einen 43-jährigen deutschen Staatsangehörigen wegen des Verdachts des Mordes. Wie Sie dem entnehmen können, gehen wir davon aus, dass das Mädchen tot ist. Auch aus Großbritannien sind ganze Heerscharen von Print- und TV-Journalisten in Braunschweig und Sachsen-Anhalt unterwegs. Der Fall Maddie vor der Auflösung hieße auch das Ende eines Traumas. Ich glaube, die ganze Nation ist seit Jahren gepackt von dem Fall. Bisher ist noch unklar, was am Ende dabei herauskommen wird. An den Recherchen sind viele Menschen seit sehr langer Zeit beteiligt. Jeder verfolgt den Fall und hofft auf neue Informationen, sodass die Familie endlich ihren Frieden finden kann, wenn das überhaupt möglich ist. Auch eine Familie aus Sachsen-Anhalt will endlich Gewissheit, ob nicht Maddies mutmaßlicher Mörder auch mit dem Verschwinden von Inga Gehrige zu tun hat. Die 5-Jährige verschwand 2015. Doch Nachfragen dazu sind an diesem Tag nicht erwünscht. Also gibt es eine Bindung zu Inga? Ich sage nichts weiter, danke schön. Aber Sie wissen das oder wissen Sie das nicht? Der Staatsanwalt schweigt aus gutem Grund, denn es gibt im Fall Inga etliche Ermittlungspannen. Dazu gleich mehr. Brückner, der aktuell in der JVA Kiel einsitzt, ist wegen des Besitzes von Kinderpornografie und wegen Kindesmissbrauchs einschlägig vorbestraft. Die beiden Fälle, mit denen der 43-Jährige in Verbindung gebracht wird, weisen Parallelen auf. Sowohl Maddie als auch Inga waren schmal, blond, fast gleichaltrig. Beide waren nur für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt. Beide verschwanden spurlos, bis heute. Kriminal- und Geheimdienstanalyst Mark T. Hoffmann, ausgebildet und staatlich zertifiziert vom kalifornischen Justizministerium, hat sich für Spiegel TV mit dem Tatverdächtigen befasst. Er hat sich die Schwächsten der Schwächsten ausgesucht und er hat dabei Macht ausgelebt. Er hat Gott gespielt. Er hat entschieden, ob Personen leben oder sterben. Er hat entschieden, wann und wie viele und ob sie Schmerzen haben. Und diese Machtausübung an wehrlosen Opfern, das ist ein ganz wesentlicher Teil des Motivs. Zwischen 1995 und 2007 lebt Brückner mehr oder weniger dauerhaft an der Algarve. Unter anderem für einige Jahre in diesem Haus, nur 1 Kilometer Luftlinie vom Strand entfernt. Unweit des Wohnhauses sind den Ermittlern 2 relevante Tatorte bekannt, beide in Praia da Luz. Da ist zum einen die Hotelanlage, aus der Maddie verschwand. Am zweiten Tatort vergewaltigte Brückner 18 Monate vorher eine ältere Frau. Der erst jetzt ins Visier der Fahnder geratene Brückner ging Gelegenheitsjobs nach, verdiente Geld als Kellner, Monteur und Drogenhändler. In seinem Haus soll er an dem Balken links im Bild ein bis heute unbekanntes junges Mädchen gefesselt und zum Oralverkehr gezwungen haben. Nach Zeugenaussagen war er äußerst mobil, brach in Ferienwohnungen ein, klaute Benzin.
In der Zeit an der Algarve war er mit diesem VW-Bulli unterwegs. Die McKenns, ein Ärztepaar aus der Grafschaft Leicestershire, machen mit ihren Kindern Urlaub im Ocean Club. Am Abend des 3. Mai 2007 gehen sie mit Freunden in eine Tapas-Bar. Maddie und ihre zwei kleineren Geschwister bleiben schlafend allein im Zimmer. Hier eine baugleiche Wohnung der Ferienanlage. Gegen 22 Uhr öffnet Kate McKen die Zimmertür zum Albtraum ihres Lebens. Maddie ist nicht mehr da. Ein Fenster, so die Mutter in einer Befragung, habe offen gestanden. Der Täter muss über den Balkon gekommen sein. Er wollte, wie er es oft zuvor getan hatte, in eine Hotelanlage, in ein Apartment einbrechen. Es lag günstig an der Straße, er ist von außen reingekommen und auch wieder weggekommen. Und bei der Gelegenheit hat er dieses dreijährige Mädchen dort liegend schlafen sehen. Und möglicherweise hat sich sein Motiv im Laufe der Tat gewandelt. Es hat als Einbruch begonnen und als Entführung geendet. Maddie verschwindet zwischen 21.10 Uhr und 22 Uhr. In genau der Zeitspanne wird mit einem Handy telefoniert, dessen Nummer laut Bundeskriminalamt damals mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Christian Brückner nutzte. Und am Tag nach Maddies Entführung meldet er sein Auto ab. In den folgenden Monaten wird intensiv nach der Vermissten gesucht. Ermittler von Scotland Yard reisen an, beteiligen sich. Es gibt Zeugen, die einen Mann mit Kind auf dem Arm gesehen haben. Wohl kein anderer Vermisstenfall erfährt eine so breite öffentliche Anteilnahme. Es sind die McKenns selbst, die Medien einspannen. Auch Spiegel TV bekommt ein Interview. Es ist so schwer, über die Zukunft nachzudenken. Momentan hoffen wir einfach, dass wir keinen weiteren Tag ohne Madeline aushalten müssen. Es ist eine wirkliche Herausforderung, den Blick nach vorn zu richten. Es ist alles wahnsinnig schwierig. Unser Leben ist zum Stillstand gekommen. Wir müssen der Wahrheit ins Auge blicken, dass das Leben ohne Madeline weitergehen wird. Sie ist so ein großer Teil von uns. Das ist so schwierig. Wir haben aber noch andere Kinder und wir müssen auch an uns selbst denken. Wir müssen versuchen, die richtige Balance zu finden. Die Eltern, die den Abend mit Freunden verbrachten, werden vom portugiesischen Ermittlungsführer irgendwann verdächtigt, selbst für das Verschwinden ihrer Tochter verantwortlich zu sein. Es geht um rätselhafte Spuren in der Ferienwohnung. Der Polizist wird später von dem Fall abgezogen und versetzt. Wie haben Sie auf die Information reagiert, dass in der Ferienwohnung Blut gefunden wurde und dass die Polizeihunde Leichengeruch wahrgenommen haben? Wir haben keine gesicherten Informationen. Momentan wird viel spekuliert. Solange nicht jemand sagt, dass definitiv Blut in der Wohnung und dass Madeline definitiv ernsthaft verletzt wurde, gibt es für uns keinen Grund, darüber nachzudenken. Solange noch jemand sagt, dass Madeline am Leben sein könnte, werden wir weiter nach ihr suchen. Man verzweifelt natürlich, wenn es angebliche Beweise gibt, dass unsere Tochter tot ist. Und mit dem nächsten Schritt wird man verdächtigt, selbst an dem Verbrechen beteiligt zu sein. Das ist unglaublich schwer. Aber wenn Madeline tot ist, müssen wir das wissen. Vom Apartment der McKenns zu Brückners Wohnhaus sind es nur 2,5 Kilometer. Mit dem Bulli in 5 Minuten zu schaffen. Die portugiesische Polizei fertigt damals unzählige Phantombilder, stellt sie ins Internet. Unter den Fotos sind 2, auf denen eine Ähnlichkeit mit Brückner erkennbar ist. Was damals keiner weiß, nur 18 Monate vorher hat derselbe Mann eine 72-jährige US-Touristin vergewaltigt. Die Tat blieb bis zum vorigen Jahr unaufgeklärt. Heute weiß man, Brückner kam auf dem Weg zum Strand am Ferienhaus des Opfers vorbei. Um die Frau einzuschüchtern, bewaffnet er sich mit einem Krummsäbel. Außerdem, so heißt es in einem im Dezember ergangenen Urteil, trug er bei der Tat eine graue Maske, schlägt sein Opfer eine Viertelstunde mit einem Metallstab. Überführt wird er erst 14 Jahre später. Das BKA fand ein Haar von Brückner auf der Bettdecke, die noch in der Asservatenkammer lag. Der Altersunterschied der Opfer ist für den Crime-Analysten erklärbar. Auf den ersten Blick sind die Opfer sehr unterschiedlich. 72 Jahre alt und teilweise 3 Jahre alt. Aber dieser Widerspruch löst sich schnell auf, denn die meisten Kinderschänder sind nicht pädophil. Das bedeutet nicht das junge Alter an sich
ist es, was sie reizt, sondern die Wehrlosigkeit. Und die Wehrlosigkeit haben sowohl ältere Damen als auch Kinder gemeinsam. Das heißt, er hat sich an den Wehrlosesten vergriffen und er hat es nach den aktuellen Informationen in seiner Komfortzone getan. Er hat es an Orten getan, wo er gelebt hat oder sich gut auskannte. 2007 verlässt Brückner Portugal und geht nach Augsburg in Bayern. Er lebt in einem neu gekauften Wohnmobil oder schläft auf dem Dachboden von einem Kumpel. Er ist weiterhin viel unterwegs, verkauft Drogen, unter anderem auf Sylt. Ich habe zwar immer versucht, ihn auf den rechten Weg des Lebens zu bringen, das hat aber nicht gefruchtet. Er hat also nicht darauf reagiert. Das hat man schon gemerkt, das interessiert ihn gar nicht. Irgendwann mal habe ich dann auch gemerkt, dass er auch offensichtlich in Portugal für seinen Lebensunterhalt klauen geht. Dann, dass er wieder Geld hat, um Drogen zu kaufen, dann wieder woanders zu verkaufen, unter anderem eben auch in Deutschland oder Sylt. Ja, so war das. Nach einem Zwischenstopp in Hannover geht Brückner 2012 nach Braunschweig. Hier betreibt er einen Kiosk, der anfangs auch gut läuft. Er soll Fleisch, das in umliegenden Supermärkten gestohlen wurde, verkauft haben. Freunde beschreiben ihn als einnehmend, dominant, aber auch gesellig. Er hat eine feste Freundin, die 16 Jahre jünger ist, wie sich ein Nachbar erinnert. Mit Frauen ist er sehr schlimm umgegangen. Also haben sie das nicht getan, was er möchte, hat er die halt geschlagen. Wie ich das auch erfahren habe, von seiner Ex-Freundin auch. Und von der Mutter auch. Sie hat mir mal gezeigt, dass sie halt Würgemerkmale hat am Hals. Dass er sie gewürgt hat. Und das war's. Zurück zu den Fällen Maddy und Inga. Brückner verfügte damals über viel Bargeld, das er bei einem Einbruch in Portugal erbeutet hatte. Von dem Geld kaufte er eine ehemalige Kistenfabrik südlich von Magdeburg. Laut Freunden von ihm, die sich aus Angst nicht vor der Kamera äußern wollen, fährt Brückner damals auch einen dunklen Transporter Vito, von dem es aber kein Bild gibt. Am 1. Mai 2015 kommt es auf einer Raststätte an der A2 zu einem Parkplatzrempler. Doch der wird nicht bei der Polizei angezeigt. Beteiligt ist Brückner mit dem Vito. Einen Tag später verschwindet nur 70 Kilometer entfernt die 5-jährige Inga. Alles nur Zufall? Die für Inga zuständige Staatsanwaltschaft Stendal geht jetzt erneut dem Verdacht nach, Brückner könne auch damit zu tun haben. Es wird derzeit geprüft, ob ein Zusammenhang mit dem Fall Maddy besteht und ob sich daraus ein Anfangsverdacht gegen den dortigen Beschuldigten herleiten lässt. Insoweit dauern die Ermittlungen an. Verschwunden ist Inga Gericke am 2. Mai 2015 auf dem sogenannten Wilhelmshof in Sachsen-Anhalt. Der Fall ist von Anfang an mysteriös. Auf dem abgelegenen Gelände mitten im Wald leben behinderte und suchtkranke Menschen mit ihren Therapeuten. Inga besucht mit ihren Eltern und ihren drei Geschwistern eine befreundete Familie, die dort lebt. Das Mädchen wird um 18.30 Uhr das letzte Mal gesehen. Obwohl zu diesem Zeitpunkt viele Menschen auf dem Gelände sind, bleibt sie unauffindbar. Es gibt mehrere Hypothesen zur Tat. Möglicherweise bekam der Täter einen Tipp von einem Insider. Wie im Fall Maddy war auch Inga plötzlich weg und tauchte nie wieder auf. Wenn er der Täter im Fall Inga ist, dann denke ich, dass es keine absolute Gelegenheitstat war, sondern dass er die Gegend, das Grundstück und möglicherweise auch die Tatsache, dass da öfter Kinder auch unbeaufsichtigt sind, dass ihm das bewusst war und er da nicht ganz per Zufall vorbeigefahren ist. Ein Zeuge sieht an diesem Tag einen dunkelblauen Kastenwagen, in den Inga angeblich gestiegen ist. Ob es Brückners Auto war, kann nicht mehr geklärt werden. Der Wagen ist bis heute verschwunden. Hundertschaften der Polizei durchkämmen die Gegend rund um die sozialtherapeutische Anstalt. Ohne Erfolg. Doch Spiegel TV findet heraus, dass Christian Brückner schon 2 Monate später ins Visier der Fahnder geriet. Die Polizei Braunschweig hatte von Ingas Verschwinden gehört und schickte einen Bericht mit ihren Erkenntnissen zu Brückner an die Kollegen in Stendal. Rechtsanwalt Mohammed vertritt Ingas Vater. Er kennt die Akten und die Spurenlage im Zusammenhang mit Christian Brückner, der mit Zweitnamen Stefan heißt.
alles, was im Zusammenhang steht mit Stefan B., ist es ja so, dass er eine von vielen, vielen Spuren in Sachen Inga ist. Konkret ist die Spur römisch 593. Wir legen ja im Strafprozess immer Fallakten an und arbeiten das dann ab. Es gibt eine Querverbindung, selbstverständlich, mit dem Verschwinden von der Inga. Und genauso gibt es eine Querverbindung zu dem Verschwinden von der Maddie McCain in Portugal. Die angesprochenen Brückner-Akten aus Braunschweig, in denen auch von Kinderpornos die Rede ist, gehören zur Spur römisch 593 und liegen bei der Staatsanwaltschaft in Stendal. In dem Bericht findet sich auch ein Chat, geführt 2 Jahre zuvor. Darin unterhalten sich Wahnsinn der Holger und Panikspatz 66. Holger ist niemand anderer als Brückner. Wie läuft's? Ganz gut. Bei mir schlecht. Will endlich eine Kleine ficken. Wer will das nicht? Etwas Kleines einfangen und tagelang benutzen, das wär's. Ist auch nicht ungefährlich. Och, wenn die Beweise hinterher vernichtet werden? Ich werde genauestens dokumentieren, wie sie gequält wird. Cool. Naja, mal sehen. Nicht nur reden, sondern auch machen. Doch die zuständige Staatsanwältin kommt zu der Einschätzung, es gebe keine rechtliche Möglichkeit für eine Durchsuchung von Brückners Anwesen. Wir versuchen ja schon seit ca. einem halben Jahr, das Innenministerium dazu bewegen, die Ermittlungen jetzt abzugeben ans Landeskriminalamt, damit frische Ermittler frischen Ansätzen nachgehen und hoffentlich auch einen frischen Täter präsentieren können. Und wie hat das Innenministerium reagiert? Aktuell gar nicht, bisher gar nicht. Brückner sitzt derzeit wegen Drogenhandels eine 21-monatige Gefängnisstrafe ab. Vor ein paar Tagen hat er einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung gestellt.